Ist es Fing an? Ja, läuft ja schon. Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ja, zu Silent Hill Downpour. Ach, ich muss an meinem Gerät was ändern. Ja, Downpour. Es war das letzte Mal leider ohne Ton. Und ich hoffe doch diesmal. Dieses Mal ist es mit Ton, mit meiner Stimme. Smart Bild, Foto, Stand, zack, 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 zack. Okay. Is this thing on? Ja. Ja, ich bin nicht eingeschlafen, ich habe Angst, dass es wieder kein Bild gibt, aber ich mache jetzt trotzdem mal los. Denn es speichert ja an sich von selbst und da ist eben das Problem, ja, dass es passieren könnte. Ja. Okay. So, was haben wir hier diesmal? Was haben wir hier Schönes zu lesen? Sehr geehrter Herr und Frau, wir möchten unser größtes Bedauern für den tragischen Verlust Ihres Sohnes am 2. Mai während einer chirurgischen Operation ausdrücken. Trotz der Bemühungen der behandelnden Chirurgen verhinderten medizinische Komplikationen alle Anstrengungen, ihn wiederzubeleben. Ja, wir möchten Sie noch einmal freundlich darauf hinweisen, dass dieser chirurgische Eingriff auch die Vereinbarung autorisiert wurde, die Sie bei der Einweisung Ihres Sohnes in unsere Einrichtung unterschrieben haben. Mit Bedauern Unterschrift. Ja, das sagt mir, dass hier irgendwas nicht stimmt wieder mal. Wieso steht hier entfernt? Ah, das. Ja. Jetzt könnte ich sagen, Silent Hill 2. Aber wir sind ja nicht auf dem Dachboden. Ja, abstellen kann ich ihn nicht. Ich habe das blaue Licht nochmal angemacht, weil ich der Meinung bin, dass ich eventuell noch was finde hier irgendwo. Hier ist auch der Stuhl, diesen Stuhl. Den habe ich doch in Silent Hill in einem Haus gesehen. Ich will nicht so schnell laufen, ja, das ist dann. Wenn dann wieder die Puppen kommen, wenn die Puppen wieder tanzen. Ja, ich wollte mal auf die Karte schauen. Ich bin ja jetzt hier. Ja, es war ja eigentlich ein großes Fragezeichen. Küche und zurück und wieder raus oder hier lang. Ah, wenn ihr das übers Headset hören würdet, das ist. Oh, ja, es war nur ein Loch um die Stimme. Okay, ich komme. Nein, ich gehe nicht noch mal rein. Ich komme hier wieder raus. Aber was haben wir denn hier drüben? Das sieht schon mal ziemlich schräg aus. Werde ich wahrscheinlich wieder rüber. So, das normale Licht, das ist das, was am besten passt. Und was machen wir, wenn was leuchtet? Wir gehen hin, oder? Ich will hier nicht bleiben. Will das eigentlich auch nicht.
keine Medizin mehr nehmen, ja. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Alter! Nein, wenn ich Medizin genommen habe, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt der stärkste Mensch der Welt bin. Kann ich hier was anschauen, bevor ich... Nein, kann ich nicht. Bei dem nicht passiert. Oh. Oh. Das war halt, Moment. Was muss ich hier machen? Alter, was muss ich denn hier machen? Ach so, bis das vibriert. Ach, das ist vibriert, muss ich da... Ihr seid raus. Ein Schlüssel und ein Zettel. Ein Schlüssel und ein Zettel. Ich scheine den letzten Spruch hier zusammen zu haben. Also, echt. Das geht mir doch nicht. Okay. Dann lass mal lesen. Nein, ich wollte... Okay, wir haben ja den ersten Spruch. Aber kleiner Stevens Geld, Herr. Selbst der Pfarrer will dir nicht vergeben. Alles Lügen wirst du rufen. Doch Susi muss mit deiner Schandtat leben. So, jetzt kommen wir zum zweiten. Ja, Reim, Fragment 2. Es geht um den kleinen Jungen noch, ja, der dort war. Der wollte den Reim wissen, ja. Keinen Ausweg gibt's, das war's. Alle Sünden liegen offen, genau wie all dein Inneres. Das Monster hat mit dir viel Spaß. Reim Fragment 3. Doch noch ist es nicht für dich zu spät. Du musst nicht ewig sühnen, lässt dich der Gram auch nicht in Ruhe. Vergiss nicht, dein Schicksal bestimmst nur du. Ist noch einen? Nein. It's the rest of the rhyme. Wonder if that kid will let me through the door now. Ah, stimmt, ja genau, der Junge. Ich hoffe, der lässt mich jetzt durch die Tür. Der Rest des Reims ist das.
Internes Memo, Anforderungen, Hinweis an die Belegschaft. Bitte beachten Sie, dass die westliche Hoftür im Moment verschlossen ist. Diese papieressende neurotische Balg ist einen Schritt weiter gegangen und hat den Schlüssel verschluckt. Wie kann es sein, dass so etwas ständig vorkommt? Egal, jedenfalls findet Ende dieser Woche eine Maßnahme statt und ich plane, diese Sache zu dieser Zeit zu berichtigen. Bis dahin müssen Sie leider da die Unannehmlichkeit auf sich nehmen, den ganzen gottverdammten Weg herumzugehen, um in unserem Arztflügel zu gelangen. Ach, der Kleine, der zu dem ich will, hat den Schlüssel immer verschluckt. Und deswegen... ist hier nichts, kam hier niemand zu seinem Job so richtig. Ich gehe gleich durch, keine Angst. Halt, was ist denn das jetzt hier? Ich bin doch jetzt durch den Kopf da durchgegangen. Soll das hier was bedeuten? Soll ich hier was machen können? Sieht nicht so aus, also. Ah, stimmt. Ich kann ja auch nach unten wieder. Ich will einfach nur raus. Oh, er hat gerade schon was aufgerissen. Das sind Betten. Auch noch eins. Speichern. Immer schön umschauen. Es könnte noch irgendwas vorhanden sein. Aber ich glaube auch noch nicht, dass ich hier rauskomme. Und wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich ja jetzt mitbekommen, da ist auch meistens eine Erinnerung verbunden, wenn das jetzt auch noch so ist. Ich will hier nicht gucken. Ich will das nicht. Diesmal nicht. Nein? Hat dieser Raum keinen Sinn? Naja, gut. Okay. Ich bin also hier lang. Dort raus. Und hier geht's auch nochmal. Hey, wo hänge ich denn fest? Tu dich mal nicht ganz so. Ach komm. Das ist doch nicht nötig. Okay, das ist hier drüben. Ich komme ja nicht durch, na, einwandfrei. Ich hänge immer noch fest. Ist ja super. Kann ich hier wirklich nichts machen? Keine Schublade, die aufgeht. Oder hier irgendwelche Spuren?
Mensch, häng doch nicht überall fest. Hier kam ich rein, hier bin ich. Oh, hier ist. Natürlich ist hier wieder. Geht natürlich nicht kaputt. Wo geht's denn nun lang? Ist das, was ich immer aufheben soll? Das ist doch bloß eine Stange. Ja, ist schon klar, dass das hier lang zieht. Ah, okay, wir haben wieder was zum Lesen. Psychologische Anweise, Auswertung. Nach zahlreichen Versuchen unter Zuhilfenahme der neuesten experimentellen Behandlungsmethoden habe ich nicht das Gefühl, dass Patient Fortschritte gemacht hat. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass sich der Zustand von verschlechtert hat und jegliche weitere Behandlung dieser Art, egal wie intensiv und oder häufig, seine merkwürdige Persönlichkeitsstörung nicht heilen kann. Meine Empfehlung ist die schnellstmögliche Durchführung einer vollen frontalen Lobotomie. Oh, achtungsvoll, ja natürlich, ist schon klar. Lobotomie, ja, das war damals ein einfaches Mittel, ja. Lobotomie, das ist das, was das Ganze, wo du dann nichts mehr denkst. Ja. Ja, hier bin ich ja durch. So, und wenn ich jetzt diesen Dingen hier folge. Dann. Hier passiert aber auch wirklich nichts, ja. Nicht mal in der Badewanne. Ja, es geht nach oben, ist schon klar. Okay. Hier drüben. Ja, hier drüben ist was, wo ich rüberlaufen könnte. Allerdings ist das Problem.
What is the problem? Hier ist alles Mögliche zu. Dort ist ein Kreis, zu dem ich gehen sollte. Ein Kreis, zu dem ich gehen sollte, nicht zu dem ich schlagen sollte. Geräuschkulisse geändert. Und da unten ist alles irgendwie schwarz eingezeichnet. Was mit dem Fernsehgerät zu tun, oder? Schon durch. Speisezimmer. Wieder hier drüber. Ah. Gibt's was Neues? Eigentlich ist es ja so, dass ich raus muss. Ich will einfach nur weg. So viel los. Warum ist das alles verschlossen? Da unten ist der Ausgang. Da unten ist der Ausgang. Gehe ich nach unten, wenn hier unten irgendwas ist, will ich raus. Komm. Diese Geräuschkulisse trägt auch nicht dazu bei, dass ich mich wirklich wieder zurechtfinde. Thank you.
habe ich ihn auch was zum Aufmachen. Ich hatte den Schlüssel rausgeholt aus dem Magen. Boah. Da renne ich nochmal zigmal zurück, um dann festzustellen, dass ich doch den Schlüssel aus dem Magen oben gezogen habe. Ja, zumindest habe ich noch was gefunden, was noch aufgeschrieben war. Andersrum, Pfeifenkopf. Sorry, Leute, aber... Gott, ist das Menü lahm. Das ist aber jetzt ein anderer Ausgang. Das ist nicht der, wie ich gedacht habe, wo der hängt, oder? Was ist das denn? Eine Hake. Und hier liegt ein Stein. Okay. Ach, irgendwie kommt mir das schon... Ah, nein, da war ich wahrscheinlich hier drüben. Das war die andere Seite. Das war drüben. Und hier gibt es tatsächlich auch noch eine Tür. Was ist denn mit euch los mit den verschlossenen Türen? Etwas stimmt mit euch nicht. Feuerlöscher. Oh, was ist das mit dem Buch? Buch geholt. Kann ich nicht aufheben, das sind nur Steine. Wait! Okay, du hast mich auch schon genervt, das habe ich schon mal verfolgt. Mein Gott! Nein, du sollst kein Feuerzeug, sondern du sollst was Energie nehmen, du Pfosten. Jetzt habe ich alles Mögliche weggeschmissen. Das ist gesucht. Wo habt ihr denn die richtige Puppe jetzt? Meine Axt hier hingeschmissen? Das ist keine Axt. Wieso komme ich hier nicht raus? Wieso komme ich da nicht rein? Was ist jetzt los?
Ja, ich würde gerne durch das Fenster hier springen. Mein Gott, gerade so im engen Raum. Da stellen die uns bei Puppen hin. Ich meine, ich bin selbst schuld. Ich habe die gerade angelockt. Ich weiß ja nicht, was das für Auswirkungen hat, dass ich das jetzt gemacht habe. Oh. Oh, es ist zu. Wieso soll ich denn hier einen Schlüssel herholen? Das war jetzt wirklich nervig. Also ich habe mich gemutet, ich hätte mich erschreien hören sollen. Nee, also. So, jetzt probieren wir es mal aus. Hier durchzukommen. Ich muss immer dieses Licht nehmen, weil das ist nur eine Schaufel, die ist größer wie gedacht. Oh. Hey, kid. I got the rhyme. I say it and you open the door. That's how it works, right? Hey, did you hear me? I said... Hey! Kid! Look out, it's... Get out of there! Come on! Poor little Stephen Skelter. Even the chaplain won't forgive you. Forever lies, your pleading cries, but Susie knows you felt her shit. Nowhere left for you. Nowhere left for you to run. Every fault laid bare in the open. Leave him alone, damn it. No. Alone with your skin splayed out from within. Once the monster has his fun, oh God, darling! Take heed, it's not too late. His mistakes needn't haunt you forever. He's just a kid, you son of a bitch. Though you have regret, you can't just forget. You alone decide your fate. Charlie, I'm sorry. So sorry. Charlie! Charlie! Oh, God. Charlie! Charlie! Mr. Pendleton, I have to ask you to leave, sir. We've got everything under control. Where's my son? Where's Charlie? Please, Mr. Pendleton, you don't want to be here. Let one of my officers drive you back to the command center, and we'll call you. Where's my boy? Is he out there? Charlie! Charlie! Why did you hurt
never did anything to you! Wasn't me. I didn't. I mean... Wait! Come back! That thing is in there! It's not safe! Oh, shit. Aber wie bekommt man hier seine eigenen Dinge vorgehalten, ja? So, ich bin jetzt hier durch, ja? Hier kann ich nicht durch? Okay, jetzt geht's geradeaus. Running. It's not safe. Damn it, I'm not gonna hurt you. Wait! I'm trying to help you! Thank you.
ich hätte müssen auf die drei. Auf das dritte warten. Oh, jetzt nicht. Ich bin so vorsichtig eigentlich und warte da immer. Oh mein, das kann nicht wahr sein. Was ist das euer Ernst? Ja, das ist euer Ernst. Ich weiß. Ich weiß. Fünfmal, jetzt mach durch. Oh, jetzt weg hier. Halt! Alter! Was stimmt mit dem nicht? Was muss ich denn hier machen? Treppen.
zu erkennen, was ich hier tun soll. Bin ich von oben, bin ich ja von oben. Ich habe null Ahnung, also frag mich nicht. Ist das nur dadurch, wo die Gemälde sind, oder? Na, wenn ich jetzt wieder oben bin, bin ich wieder oben. Ich gehe mal dadurch, wo die Gemälde sind. Nein, das bringt mir auch nichts. Das sind neu. Was war das für ein Geräusch? Okay, dann komme ich bei dem Gitter hier wieder raus. Jetzt bin ich schon im zweiten. Sieht das hier rot aus, oder? Kommt das nur so vor? Ich bin richtig. Ich bin vollkommen richtig. Es hat gespeichert, Freunde. Was bedeutet, dass ich an der Stelle erstmal einen Cut mache und ja. Da würde ich sagen, ja, ich habe es doch irgendwo weiter geschafft. Bis zum nächsten Mal, ihr weiß. Silent Hill Downpour. Ja, dann bin ich erstmal weg. Seid gespannt, bleibt gespannt. Tschüss.